Performance Management stellt immer die Kosten und Leistungen der Produktion gegenüber. Das heißt, man kümmert sich um Produktivität, um Wertschöpfung und um Kosten. Im Endeffekt findet sich alles in der Ergebnisrechnung wieder. Dort finden Sie die Umsätze, den Materialeinsatz, Deckungsbeitrag, Produktionskosten, Verkaufs- und Administrationskosten und natürlich den Gewinn. Damit Sie die Ergebnisse beeinflussen können, sollten Sie immer die Produktivität, die Kosten und die Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen im Blick haben. Produktivitätsauswertungen zeigen Ihnen, wie viele Stunden, Maschinenstunden oder Personalstunden Sie in den jeweiligen Tagen oder Monaten gebraucht haben, welche Zeiten erwirtschaftet worden sind und welche Produktivität bei den jeweiligen Aufträgen damit erreicht worden ist. Die Produktivität gliedert sich in die eigentliche Auftragsproduktivität und in die Nutzung der Maschinen und Anlagen. Neben der Produktivität stellen Sie den berechneten Kosten der Aufträge, das ist die Linie, die effektiven in der Finanzbuchhaltung und in der Kostenrechnung stehenden Kosten gegenüber. Das heißt, Sie ermitteln, mit welchen Ist-Kosten die Leistungen, die Sie kalkuliert haben, erreicht worden sind. Aufgrund der Ergebnisse, die Sie in Ihrer Ergebnisrechnung sehen, der Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen und der Gegenüberstellung der Kosten, stellen Sie Ihren Mitarbeitern alle Daten so zur Verfügung, wie Sie sie brauchen, damit Sie Ihre Produktion richtig steuern können. Dies ist zum Beispiel die Darstellung des Arbeitsfortschritts. Sie sehen hier, mit welchen Stunden bisher gearbeitet wurde. Hier sehen Sie den Stand der Aufträge in der Fertigung. Hier sehen Sie die Auftragsprioritäten. Das heißt, Sie können nun mit den Kennzahlen, die Sie hier erarbeitet haben, Ihren Mitarbeitern alle Daten so zur Verfügung stellen, damit Sie genau diese Aufgaben so leisten können, wie Sie dies von Ihnen erwarten.